Das 19. Kapitel. Die Madame Friedman warst sich heraus als der beste Diplomaten. Unser jünger Prinz hat Charuta auf der ganzen Nase. Die Madame Friedman, als sie sieben geblieben in der größten Stut allein, unterm See, hat sie nicht gechallischt, nicht geweint, nicht gelacht. Sie hat nur gegeben an der Pesche, heim zum Mann, und hat bekommen ein Entwurf von ihm. Als Meier Fuhrmanns Tochter ist auch entlaufen. Hat sie schon verstanden die ganze Geschichte und ist zurückgekommen nach Heim. Sie hat gewusst, wart gewalbet und gepiestet, wie benüchtet ist. Malke Friedman hat bald verstanden, als sein friedliche Liebe zu der schwarzen Rose wird gewiss lange nicht dauern. Sie wird ihm gleich nimmer werden. So wie es pflegt ihm nimmer werden, jede Sache in der kinderischen Jugend. Und wirklich, lang hat die Insel, unser jünger geballer Wetter, Held, nicht gekannt aushalten mit seiner Liebe zu der schwarzen Rose. Noch im ersten Tschad ist seine zerhitzte Fantasie bald umgekehlt geworden. Und er hat plötzlich erfüllt auf sich eine schwere Masse. Er hat aber die Freiheit hat er schon ungeworden ständig. In dem dasigen Gedanke ist er kalt geworden in aller Eifuren. Was heißt das? Wie soll es das geschehen? In was wird sein Warte? Emes ist ein gewähnt Minuten, bei Eis Rose pflegt sitzen mit ihm zusammen. In ihre scheine, gekraselte Hose seinen gelegen zu werfen auf seine Hände, in ihre feierlichen Augen, haben auf ihn gekickt, viel mit Liebe. Demolz ist ihm gewesen nicht so schlecht. Nur sei es geblieben alleine, verschuh, in seine schwarzen Gedanken haben sich ihm zurückgekehrt, ist unser jünger Held gewesen bei ihm ist ein unglücklicher Mensch. Liegen dich mit dem Kuhn mal auf der sammeltenen Sofa. Ausziehen dich die Fies auf den Tisch und pfeifen dich, wenn nicht, oben was zu tun, denn ihm wieder darauf gekommen schlechte Gedanken. Und es hat sich ihm vorgestellt, als er hat verspielt, lachaliken, verspielt sein Leben auf der Welt. Und durch wem? Durch ihr, durch auch der Dosecke, schwarze Rose, das warf sich ihm alle Minuten auf den Hals und kischte ihm in Hollywood ein. Was will sie von ihm? Was hat sie zu ihm? Von was und von wem hat sie ihm bei groben Jüngerheit du, in dem dosigen kleinen Stiebel? Bisslich war's, hat ihm sie Held ungeheuer vielen zu seinen geliebten Rosen etwas verdross an ihn Sinne. Es ist ein Gewehen zwischen den Liebenden, als alle Minuten. Wo sie ist gehangen bei ihm auf den Hals und ist ausgegangen wie ein Licht verkreuzt Glück. Er hat sich in derselben Minute nicht gekannt, Zweifel sahen, in das Gewehen außer sich verkaß. Was will sie für mein Leben haben? Von wann hat sie sich genommen? Noch mehr hat ihm gebrennt auf seinen Chaver Eisenstadt. Was hat gewollt haben für mir auf der Dosiker Scheute mit den gläsernen Bankes? Ein unser gepesteter Prinz hat ausgelassen sein ganz bitter Hals auf seinen Chavers Kopf. Er hat übergegeben Rosen, als er hat fahnd Eisenstatten. Als ob der dosige Bucher mit die gläserne Bankes verginnt ihm nicht das Glück in seinem Adams Säume. Als Eisenstadt hat lieb sich immer dem Aran zu mischen, wie mir betem nicht. Rose seht, als ihr Boris ist etwas zu flochten, als etwas fehlt ihm, nur sie weiß nicht was. Fragt sie ihn mit der größten Zärtlichkeit. Was ist dir, Boris? Was fehlt dir? Was soll ich dir tun als solches? Du weißt doch, als ich bin gereit in Feuer, in Wasser, in Eckwelt, starben sie dir, Boris. Der Ulf hat dir, Boris, geantwortet, als man nicht sich allemal überbeten mit den Eltern, als anders kenne ich sie. Man muss sich hintergeben. Seine Mutter hat ihm so lieb, also wird ihm bald Meuchel sein. Sie wird übergeben, der Futter, er wird keulen. Also er soll auch geben sein, was kommen. Nun, Boris,
Obwohl sie denn nicht. Nun, lass mir fuhren. Fuhren wir? Nein, Narle. Beide Touren sind noch nicht fuhren. Es ist noch zu früh. Ich muss früher allein sich durchfuhren. Und nachdem, wie verstehst du nein? Auf einmal nicht, bleibt sie sitzen tot. Es hat sich ihr abgerissen in den Herzen. Der Gedanke, dass er wird wegfuhren und sie wird du bleiben allein, verglibbert ihr das Blut. Nur sie sieht, als er will er soll, als Boris will er soll, fällt sie ihm auf den Hals und sucht ihm mit Tränen. Bist gerecht, Boris, bist gerecht. Wie darfst früher allein sich durchfuhren? Auf eine kleine Zeit, ein Jahr, Boris? Auf eine Woche oder auf zwei, nicht mehr. Nicht mehr, Boris, nicht mehr, mein Teil. Und wieder eine lange, heiße Kisch durchdrehen. Das hat immer so übernommen, als er und sie in der dosigen Minute ernst lieb gehabt und ist ihr gewähnt dankbar für die Freiheit, die sie schenkte ihm. Daher gesegnen sich, es gewähnt als so rührend, als er viele Eisenstadt hat Stillerheit in der Saat gelöster Tränen. Zwei Tage hat Roses und Porträt begleitet Borissen und ihm hat sich gedacht, als im Waggon, wie er es gesetzt, seinen gestanden gegen ihn ihre schwarze, feierliche Augen. Nur kaum ist er gekommen nach Heim, in es herangefallen zu Malken in die Hände ran, also hat er alles vergessen. Als die Madame Friedmann hat plötzlich bekommen, der freiliche, der Pesche von ihr sehen, ist sie gewesen also gleichgültig, pink wie sie hat noch früher gewiss geschah, wenn ihr Boris wird kommen. Doch haben ihr die Hände gezittert, so stark, als sie hat sich allein nicht gekannt und ihn und hat gemisst anführen, das Dienstmeidl, weil ich hat bemerkt, als die Madame sich stark zertrugen und hat es bald übergegeben, Aliken, und Alik hat uns die Rege aufgetrugen, zu Berthe die Grieche. Und in noch etliche Erde, also aus demselben Tag, ist schön ein rosa Klang auf die ganze Stuhl, als die Madame Friedmann hat erhalten nach der Pesch und ist rausgefahren zum Wuchsal, gegen dem Sinn mit dem Schnier. Das hat ungemacht als Arasch, als er seinen Bald noch ihr noch gefahren, die Madame Spiegelglus, die Madame Regenbeugen und die Madame Stechenholz. Mit dem Mann hat sie wegen dem nicht gerettet. Mantel hat schon verstanden, was das bedeutet. Er hat sie noch gefragt tun. Malke, er fuhrt, allein, allein. Der Zug ist umgekommen. Boris ist herausgesprungen von einem Waggon ein Blasser. Er hat zwei Nächte nicht geschlafen. Er hat herumgelost im Kopf und ist geblieben stein auf einen Ort, wie ein Bagrubener. Malke ist zugegangen zu ihm und hat ihm ein Rimm gehabt, geschen, Boris, Mama! Malke hat zugerufen dem Equipage und hat sich herangesetzt mit dem Sie. Sie hat ihn nicht getraut, nicht gestruft, nicht gefragt, gut nicht, hat gut nicht geredet. Sie hat schon gewiss alles Ding. Was wird sie bei ihm fragen? Was wird er ihr erzählen? Er hat niedergelegt seinen Kopf bei ihr auf die Hände und genommen weinen. Sie hat ihm gelassen sich ausweinen. Sie hat ihm gekreiselt seine lange blonde Haar und hat nur gesagt, mein Kind, kommen die geheim, hat sich in sie hingehält, an ihm gewaschen, an ihm gerasiert, ungetien, bespritzt sich mit oder Cologne und ist geworden wieder derselbe lebendige, frische Boris, was früher. Dem Futter hat er getroffen im Kabinett über die Gespäunis mit der Feder in der Zein. Was machst du, Papa? Hat dem der Futter geantwortet, kicken dich in die Gespäunis und hat dem hintergestellte linke Back auf der Kiste. Nachdem ist er herangegangen, wieder zu der Mitte. Und ist ihr gefallen auf den Hals. Er hat ihr gewollt unheuben, der Zeilen als, als. Nur sie hat ihn übergeschoben. Sogen dich zu ihm mit einem Gelächter. Kind, wir wollen noch Zeit haben zu retten wegen dem auch. Jetzt darfst du gehen zum Tisch etwas überwasen. Am Tisch hat Boris gegessen, größer Appetit. Sei er viel gerettet. Der Zeil Tradition von der größten Stut. In der Mitte hat ihm ausgehalten, dass zufrieden schmeichelte auf die Lippen.
Gleich wie es mal zwischen sei gut nicht vorgefallen. Gleich wie er sich sei fein ausgestellt gegen sich, gegen seine Eltern, gegen Gott in Lad. Der Wahn, das Begegnen ist mit der Mitte, der scheine Zimmern mit den weichen, großartigen Mäbel, haben aufgebinden, der Zink von unser jungen Held, in der übergeben sein Mitte eine lange Geschichte. Die ganze Geschichte, was mit einmal passiert, mit allen Kleinigkeiten, mit der ganzen Öffentlichkeit in Tminus. In der Zeit, was Boris hat erzählt, ist Madame Friedman gesessen in einer weichen Sammertrim-Hotel, in eng ausgehält, mit Aziz Schmeichel auf ihr gesinnten, frisch Gesicht. Gleich wie Boris wird hier erzählt, erscheint eine Masse für ein Abich. Malkes zufrieden Gesicht hat nicht ausgesucht, was es hat zu tun bei ihr auf dem Herz. Wie sie hat erhält, als Ottos dosige kleine schwarze Meidele, hat die dosige Karletschke mit ihr Teil bei Juchit um 3 Uhr gesagt, geführt zwischen sich einen stillen Roman. Und sie, Malke, hat nicht ungehoben zu wissen, wenn kein Päuser und wenn kein Chulen. Oh, hat sich Malke geklärt, sie darf sagen, er gibt es heute noch ein bessere wie die Mama ihre, die Jascherke. Die Jascherke. Und die dosige Karletschke ist Hand, Mann, Schnier, Mann, sie in Sabab. Ein Mann, Boris, hat schon erwarb, in einer Wusse räufen. Und ich soll das auch so überlassen? Oh, nein. Das ist gewesen, ihre innerwenigste Gefühle, Außenweinig auf dem Pune, ist sie gewesen ganz ruhig, ein bisschen wie freilich. Und als Boris hat geendigt, sie sah in der Zeilung mit Tränen auf die Augen, hat sie verstanden, als ihre Sinn halbt schon un, Charute haben auf die ganze Maße. In der Zint ist du zart zu verkappen, verrechten. Sie hat ihm geglätt seine lange blonde Uhr und hat sie ihm gesucht. Nun, mein Kind, genieg, genieg, schön zart riehen, schön zart schlufen. Nein, Mama, nein, ich will, dass du aus mir suchen, als du bist mir Meuchel. Ich will, dass du aus mir zieh suchen, als du wirst mich nicht verlassen, als du wirst mich helfen. Du bist als ein Kliege, als ein Gitter. Kind, hat sie ihm geantwortet. Obwischen dich mit ihre weiche, weiße Hände seine Tränen. Kind, wo soll ich dir Meuchel sein? Was hast du als solches versündigt? Was chittere Menschen haben dir gewollt daran? Was chittere Menschen haben dir gewollt daran nahren? Ein Sackeran? Was Aperisten haben gewollt sich benutzen mit deinem Reichtum? Danke, Leute Gott, wo du hast am Mitte, welche wird ihr Leben abweggeben zu lieb ihr Kind. Du hast gut getan, was du hast mir alles entdeckt. Wenn ich verleihe in keine Sache, der Hand und, wenn ich dein einziger helfe, und auf mir möchtest du sich verlassen mehr, wie auf alle deine Gitterfrauen, was meinen sei, eigene Teufel, in deinen Käschen. Die ganze Nacht ist in sein Gehält aufgeschlafen, ausgezeichnet, in wie nur er hat geöffnete Augen, wird er sich ungehoben herumkicken auf alle Seiten. Er hat vergessen, wie ist er und wie kommt er ohne her? Der goldene Spalier von der heuchen Wind, der größte sammelte Kaviar bei dem Bett, die heuche glänzende Kolonnes mit den lächtigen Fenster, das teure Mäbel mit den größten bronzenen Spiegeln, das alles, von welchen es er ist schon ein bisschen abgewöhnt geworden, hat ihn ausgewiesen wie ein Chulen. In der dosigen Minute ist er angekommen mit der sie Schmeichel auf den Lippen. Boris hat sich in einem Augenblick der Mann in alles. Steig schön auf, Kind, schön zart zu fuhren. Die Regen, Mama, die Regen, und zieh ich dich um. Boris hat sich genommen und ihn. Nur wie überrascht ist er gewesen, als war seine Augen gelegen, ein spugelneuer Kostüm. Nur wusste von der Nudel heraus. Wusste es gewesen, eine Surprise von seiner Mitte. Im Verlauf von 3 Wochen haben sie zwischen sich kein einzig Wort nicht geredet wegen dem, was Boris hat gewollt reden. In der Säure haben sie sich ziegereit im Weg heran. Kein Ausland wurden auf den ganzen Winter, als er sie gekommen kann warschen, haben sie sich umgestellt in der Dose gestuht, auf etliche Tage, wie die Madame Friedman hat man darf ankäufen, hat Transport verschiedenes Heures. Sie hat bekannt gemacht, ihr Sinn in etliche ganz rache Hase, wie ihm hat ihn gebeten, auf Ofenbräut oder auf Mittag. Sie hat ihn auch bekannt gemacht mit rache Firma Essigmacher. In der Säure haben sie verbracht in der größten Stuhlwasche. Auf der Nacht sind sie gewesen im Theater und Boris ist gekommen zurück mit der Kopfweitig.
liegen dich im Bett, hat er sich der Mann in dem, was Eros sie reden mit seinem Mittel, in Eros gelost auf morgen, auf später. Die ganze Nacht hat er gesehen schlechte Geläumes in Roses große schwarze tiefe Augen, welche Eros schon knapp vergessen, um sich ihm geplantet die ganze Nacht vor seinen Augen. Aber auf morgen, wenn er gekommen zu der Bankier Essigmacher mit der Visite, immer hat ihm angeladen auf Unbassen, noch dem Theater, ist er geworden wieder im Winter in Freilich. Und dem Bakirs ältere Tochter, die Mamsel Essigmacher, mit ihren grauen Augen, mit ihrer hohen Gestalt, mit ihren eidelen Manieren, hat auf ihn gemacht einen hübschen Eindruck. Die Mutter hat ihm gesucht, als die dosige Mamsel gibt dem Bakir Essigmacher Naden, nicht mehr in nicht weniger, wie 500.000 Rubel. Oho, hat sich unser naiver Held getracht, oho, 500.000 Rubel, Naden, nicht kuschen für einen Naden kleben. Nur genick schon ins Nuchzige ein Tritt, Batritt, unser jüngen Held, welcher hat es gewiss bei uns nicht verdient. Wir wollen sich besser inkehren zu unseren zwei ehrlichen Frauen, Pinches Eisenstadt, in Berthe Schimmschelbein. Wir werden übergeben eine ganze Reihe von seinen Briefen, wo sie haben in jener Zeit geschrieben, einer zum anderen.